Oh, super. Endlich mal wieder ein sehr ruhiges Intro. Ja. Da nochmal Props an Jay. Liebe Grüße gehen raus. Und jetzt checken wir den nächsten ab, nämlich Dr. Lukas Frank mit Quod erat demonstrandum. Was auch immer. JMA Achtelfinale Gruppe 3. Ja. Neues Logo. Okay, Leute, schlechte Der steht Nachrichten unter für Strom. euch. Wieso schlechte Nachrichten? Sag mal, was für schlechte Nachrichten? Jetzt musst du uns aber genaueres sagen, Digga. Ich bin wieder zurück im Modus Mio Headquarter. Oh. Duck down! Quarter Errat, Demonstrandum, kocht lecker, fress die Macht und unterscheid von dem Rest. Jetzt checken die Chefs und Tops, Seller, den Mac beachtet und bin ein. Aber der Anfang, ne, der kommt richtig geil hier, ey. Das erinnert mich auch vom Beat und vom. Ja, von dieser gewaltigen Stimmung, ja, erinnert mich das einfach überkrass an hier an Kollege und Farid, ey. Ja, hier der Anfang. Ich weiß nicht, welches Lied das war, aber auf jeden Fall so JBG-Vibes, ja, gibt mir das Ding auf jeden Fall. Keine Ahnung warum, aber irgendwie. Down. Alter, was mit den Augen los? What the fuck, Mann? Guck dir das mal an. Seh keine Gangster im Seitenfenster. Meinen Sender. Sehr nice. Spender, Quad Errat, Demonstrandum. Zeige euch, was zu beweisen war. Kommt lecker, fress die Magnum. Schieß euch mit Leid in den Leichensack. Modus Mio muss sterben. Ja, damit Rap leben kann. Quad Errat, Demonstrandum. Auch nicht schlecht, Dicker. Ach was, Kasa. Kasa Rap 9:22 Uhr. Danke dir auf jeden Fall für deinen Follower und liebe Grüße gehen raus, ja. Wir checken deins auf jeden Fall auch noch ab. Wir sind jetzt gerade noch bei Dr. Lukas Frank mit Quod Erat Demonstrandum. Jetzt habe ich, glaube ich, richtig gesagt, ja. Mit JBG-Feelings, aber mehr so die Studentenvariante, ja. Oder hier eher so die Doktorvariante, könnte man sagen. Ja, also das ist auf jeden Fall nicht ernstzunehmend, ja, kann man schon so sagen, ja, ist nicht ernstzunehmend, aber es ist auf jeden Fall sehr weit hoch auf so einem Entertainment-Level, wo man einfach auch ein bisschen schmunzeln muss, ja, auch wenn es so ein bisschen JPG-Vibes gibt, weil der Beat ist so Farid-Kolle-mäßig. Das Video ist komplett abgespaced, ja, also da fühle ich mich schon ein bisschen so Star Wars verarsche, ja. Bei Star Wars war es, glaube ich, mit Lord Helmchen. Was hier, die Balls, wie hieß das nochmal? Irgendwas mit Balls. Das war ein sehr, sehr alter Film noch. Ich hoffe, ich habe den richtig ausgesprochen, aber auf jeden Fall irgendwas mit Balls. Das war schon richtig lustig, Mann. Ja, Mann, ach, was, du reactest auf alle Runden? Okay, ich guck mal mit. Ja, natürlich, Kasa, ja. Bella kommt ja direkt danach. Und das werde ich mir auf jeden Fall gönnen, ja. So, ich ziehe mir immer deine TikToks rein. Krass. Ja, ey, da bin ich einmal kurz auf TikTok unterwegs, ja, und Kasa, ja, kommt einfach hier rein und zieht sich auf jeden Fall die TikToks rein, ja. Also, Liebe, 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 ja, Liebe geht raus. Auf jeden Fall. Wer hätte gedacht, ja, meine TikToks, ich versuche auf jeden Fall immer dran zu bleiben, ja. Locker, Liebe zurück, Bro, ja, Mann. Finde ich auf jeden Fall richtig korrekt. Und Simon 1973 auch hier, ne, danke auch nochmal für den Follower und dass du jetzt reingeguckt hast. Und ja, dann wollen wir uns auf jeden Fall weiterhin dieses Spaceship hier reinziehen, ja. Da gab es ja viele Sachen, so Starship Troopers und was war das hier, Periode 1 oder sowas, ne? Also das kommt mir so ein bisschen die Feelings, keine Ahnung. Ich bin wieder zurück im Modus Mio Headquarter. Er ist wieder zurück im Modus Mio Headquarter. Ja, jetzt ist vorbei. Jetzt geht's durch, Alter. Jetzt, der ist komplett unter Strom. Ja, also hier, die Effekte sind auf jeden Fall maßgebend, ja, ausschlaggebend an der ganzen Runde, muss man einfach sagen. Aber ich finde trotzdem von der Qualität her, man sieht halt, dass er halt noch ein bisschen so, ja, noch nicht genug Kontrast drin hat und sowas. Ne? Also ist so ein bisschen bleich und. Man sieht auf jeden Fall, dass es halt voll reingeschnitten ist halt, ne? Aber das macht das Trashige auch irgendwie raus. Ich feier das. Der fliegt einfach im Weltall rum, ja? Duck down! Quod erat, demonstrandum!
random, kommt lecker. Fress die Matten und unterscheid von dem Rest. Ihr checken die Chefs und Topseller, den Mac beachtet und bin Einzelkämpfer. Was ist schon Men in Black? Was ist schon Men in Black? Ja, da kommt einfach in der JMA, kommt da Dr. Lucas Frank, Alter, und erledigt die Aliens alle nacheinander. Da kann Will Smith einpacken, ja. Also während zum Beispiel Will Smith gerade damit beschäftigt ist, so jemand wie Chris Tucker gerade eine Watsche zu geben, ja, fliegt einfach mal so ein Dr. Lucas Frank einfach mal durchs Weltall und macht einfach jetzt den Job, den Will Smith eigentlich als Men in Black machen müsste, ja. Ja, da haben wir die Ablöse, ne? Men in Black International war gestern. Sequenzen kommen nicht an auf meinem Sender. Seh keine Gangster im Seitenfenster. Unsere Köpfe nach unten wie Seifenspender. Quad Arad, Demonstrandum. Zeige euch, was zu beweisen war. Warte, unsere Köpfe nach unten wie Seifenspender. Na, ah, die Line war jetzt, ja, ich weiß nicht, die fand ich jetzt nicht so geil. Kommt lecker, fress die Magnum. Schieß euch mit Leitz in den Leichensack. Modus Bio muss sterben. Ja! Yeah. Damit Rap leben kann. Quad Arad. Ich muss auf Cruise. Aber Modus Mio muss sterben, damit Rap wieder leben kann, fühle ich. Ja, fühle ich auf jeden Fall. Und jetzt gehen wir mal rein. Das war jetzt der Refrain. Der kommt direkt rein, ballert den Refrain raus, also die Hook. Und jetzt geht er ab. Ja. Demonstrandum, Quad ärgert. Ich muss auf Cruise shooten. Wem wollt ihr eure Tracks zumuten? Im Netz für euch gibt's Buhrufe aus Duke Nukem mit Luke Nukem ab jetzt. Geil, Alter, aus Duke Nukem wird Luke Nukem, Alter, nice, das ist sehr schön. Mann, ey, der nimmt sich selber nicht ernst, so, und das, deswegen feiere ich es umso mehr. Ihr hört den Dr. Mike, hier wird seltener gefickt als im Softphone-Bereich, aber wenn ich in der Zeit war, dann ist es vergleichbar mit Hauptschulabschluss gegen Oxford-Arbeit. Der Brainiac ist wie die 80s back und bringt es direkt. Aber hey, kennst du dich da, na, du kennst dich in der Sache aus, ne? Damals wahrscheinlich zu viel Kabel 1 Softpornos reingezogen, ne? Ich hab dich erwischt, mein Freund. Oh shit. Daily Tracks, dann lässt du was dazu. Mach mich auf crazy Hanks, wenn du für crazy Stanks in deine Lady Bank mit deiner ganzen Crew. Mit Rami und Lars, mit Ali und Klaas und mit Martin und Jakob, mit Marvin und Marco und mit Hardy. Bestimmt auch mit Mario Bart und nach oben ist die Liste noch offen wie eine Cabrio-Fahrt. Bin der Baller und ich. Ah, ja, okay. Sogar Mario Barth, also ganz, ganz wilde Nummer, ja, was da passiert. Und die Liste ist noch, ne, oben noch, hat noch Luft nach oben. Cabrio-Fahrt, ja, geht auf jeden Fall fit, ja. Finde, dass es aber trotzdem eine Silbe zu viel war, ne. Der hätte das ein bisschen knackiger abrunden können, ne. Eine Cabrio-Fahrt, bam, ja, gib ihm. Aber das war leider so eine Silbe zu viel. Marco Matari, bestimmt auch mit Mario Bart. Und nach oben ist die Liste noch offen wie eine Cabrio-Fahrt. Ne, nach oben ist die Liste noch offen. Ist halt ein bisschen zu lang gewesen, ja. Ja, Liste oben nach offen, Cabrio-Fahrt, ja. Das hätte ich ihn auf jeden Fall, so hätte ich das am besten getextet, weißt. Liste nach oben noch offen, Liste nach oben noch offen, Cabrio-Fahrt, ne. Bam, perfekt. Das war einfach ein bisschen zu lang. Bin der Baller und ich treffe jene Kopf. Digga, bei mir endet jedes Battle mit dem Mord. Bin der Beste in den Sport, denn ich scanne jedes Wort und werfe Esse nach zurück in deine Fresse, bis du Horst verreckst. Der Dog is back, bei mir ist jedes Wort perfekt. Immer am Training, bin in exzellenter Form. Heffe Lappen auf die Beine, denn ich mach es wie Getreide und nehme diese ganze billigen Rapper jetzt aus Korn. Quad ärgert. Boah, Junge, was ist da los, ey? Da haut da den Double Time des Lebens raus, ja? Und dann auf einmal, boah, explodiert hier alles. Was ist da los? Macht der gerade eine Genki Dama? Oder liegen kann. Oh, nicer Flow-Switch, Alter. Das kam richtig nice. Modus Mio. Satinis. Aber erinnert mich ein bisschen von der Betonung. Ey, no disrespect an den guten Doktor, ja. Aber irgendwie erinnert er mich von der Betonung her an den guten Apo Red, ja? Jetzt. Gott, wir sind da, Digga, ja, Digga. Yalla, Habibi. Yalla, Habibi.
Habibi. Ja, so ein bisschen dieses Habibi. Das ist so hart, warte hier. Aber kurz als kleinen Schmanker. So, jetzt. Modus Bio. Eure Schlagzeuger, fertige Sanis und Hinis. Ich feier das irgendwie. Du bist ein Reposter, aber ich teile keine Bitches. Denn ich bin Luke und nicht Harry Houdini. Oh. Abgesotten auf Artgenossen wird scharf geschossen. Und sie haben zwar keine Rechnung mit Carsten offen, aber werden jetzt vom Stahl getroffen. Sie haben zwar keine Rechnung mit Carsten offen, aber werden aber vom Stahl getroffen. Die ist geil, Alter. Die ist echt geil. Würde Apo Red mit dem Schuh bewerfen. Safe. Safe. Einfach so. Mit dem Schuh des Manitou am besten. Wie hieß die nochmal? Bola Bonnes Ranch? Oder boah, wie hieß die Ranch da von der Schuh des Manitou? Pinky Rosa Ranch oder so? Ich weiß gar nicht mehr. Wie hieß die doch mal? Und, ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Die Rap-Maschine wird so viel gefahren, ihr seid auf der schiefen Bahn. Ich muss euren Weg begradigen. Fick ich mit meinem Genitalien quer durch Europa und ihr fliegt gegen Italien. Nein, nein, bitte nicht, Doktor. Oh, der gute Dr. Lukas Frank. Gerade noch so heftig belobt, ja, hier. Und dann auf einmal kommt dieses Genitalien. Ah, das schmerzt, Alter, das schmerzt. Aber richtig, ne? Also, das ist echt so eine Line, die geht nicht. Na, die geht einfach nicht, weil die so eine Line hast du, oder so ein Vergleich, ja, den hast du 10.000-fach gehört und eigentlich, wenn man sowas schreibt, muss man das sofort wieder wegradieren, ja. Aber der Dr. Lukas Frank, der hat sich gedacht, nee, komm, ich baller die trotzdem mal raus. Von Spanien nach Asien, Rapper meinen, sie seien richtig groß. Tenet, Movie, Christopher Nolan, eure Filme gehen nach hinten los. Oh, shit. Die ist natürlich, die ist heftig. Muss man einfach sagen. Aber Benjamin Button, ne? Der Film geht von hinten los. Ja? Ist natürlich, könnte man auch so ein bisschen assoziieren, aber. Christopher Nolan, eure Filme gehen nach hinten los. Oh shit. Ah, die ist schon böse, die Liner. Die ist schon dreckig. Dich groß. Tenet, Movie, Christopher Nolan, eure Filme gehen nach hinten los. Oh shit. Bin ein Baller und ich dribbel wie ein King. Keine Angst vor Pandemien, weil ich der sickeste hier bin. Eure die Bitte. Ah, ich dribbel wie ein King. Keine Angst vor Pandemie, weil ich der sickeste hier bin. Ah, dieser Vergleich mit Sick und Pandemie und muss nicht, ja? Aber der Flow ist cool, Alter. Flow ist nice. Betaxe habe weder Inhalte noch Sinn. Schnippe die billige Bitches so wie Kipper vor mir hin. Hab das Hip-Hop-Diplom. Sprenge meine Kette und zerfetze diese Rapper. Ne Deppelficker, ich kenne keine Ängste. Sprenge Grenze bei Rappern, wird sogar King Kong bedrohen. Ah, Quatsch. Demonstrandum, Cocklecker. Fress die Marken und unterscheid von dem Rest. Jetzt checken die Chefs und Topseller den Mac. Beacht, du bin Einzelkämpfer. Eure Frequenz. Ich find das so geil. Dieses. Dieses Geräusch, Alter. Dieses. Im Hintergrund so der Adlib, Mann, der ist so, der bringt mich immer wieder zum Schmunzeln. Eure Frequenzen kommen, da war der. Chefs und Topseller, den Mac beacht, du bin Einzelkämpfer. Eure Frequenzen kommen, ich kann sind keine Gangster im Seitenfenster. Unsere Köpfe nach unten wie Seifenspender. Von Errat, Demonstrandum, zeige euch, was zu beweisen war. Kocht lecker, fress die Magnum, schieß euch mit Eis in den Leichensack. Modus Bio muss sterben, hier, damit Rap leben kann. Quad Errat, Demonstrandum, Quad Errat. Look! Ja, Mann. Geil. Der rastet komplett aus hier. Ja, also hier. Was ist Independence Day? Ja? Wenn dann einfach hier Dr. Lukas Day, Alter. Hier. Der macht hier komplett alles platt. Auch wenn das jetzt hier gerade nicht so von der Qualität halt nicht so scharf ist, ja? Aber krank, Mann. Was sind das für Effekte? Effekte sind zu wild, Mann. Zu wild. Razor Mike. Hallöchen. Grüße geht raus. Schön, dass du auch hier bist. Demonstrandum, Quad Errat, Luke! Videos krank. Oh, der Ehrendoktor. Kein Problem, Karriere-Doktor. Lukas Frank. Coolster Arzt. Kein Problem, ich. Super drunk, ey. So was. So, warte, bevor wir weitergehen. Lukas Frank, Lukas Arzt, Alter. Das wäre eher so Dr. Lukas Arzt, oder? Aber, oh, jetzt kommt eine richtige Star Wars hier, ne? Lukas Arzt. Geil. Gebt auf jeden Fall ein Like. Teilen wir das Ganze. Boah, Junge, das Ding ist aber richtig wild. So.
Da haut er einfach mal die Effekte raus. Meine Güte, du. So, wenn euch das gefallen hat, ja, und dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, lasst doch gerne ein Abonnement da und lasst uns das auf jeden Fall mal gemeinsam nochmal abchecken. Oder vielleicht, wenn ihr Bock habt, könnt ihr es alleine nochmal geben. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wildes Video. Cooler Song, gibt euch, ja. Der Dr. Lukas Frank hier, der haut hier richtig auf die Pauke, ja. Oh Mann.